In der Welt der Kamine ist Vulcanus das Flaggschiff. Auf der Messe Heim und Handwerk in München präsentiert das Unternehmen neue Modelle für den gehobenen Anspruch. Es ist was in Planung, aber wie gesagt, jetzt eben Anregungen zu holen. Und ja, und es ist immer schön hier. Also ich bin jedes Jahr da und freue mich immer, wenn sie wiederkommen. Den Besucher erwarten auf dem Stand von Vulcanus eine Reihe von exklusiven Kaminofenmodellen. Elegante Formen, edle Materialien und höchste Ofenbaukunst treffen hier zusammen. Also nur schöne Hüllen bauen viele Firmen. Das Material spielt natürlich vom Aufbau eine sehr große Rolle. Es gibt Materialien wie Ytong oder andere leichte Materialien, die letztendlich Wärme gar nicht speichern können. Das setzen wir auf altbewährte Materialien wie den Schamottstein mit heute neuesten Materialien kombiniert. Altbewährtes mit modernem kombinieren, das ist das Erfolgsrezept von Vulcanus. Der Kaminofen von Vulcanus gibt jedem Raum ein stilvolles und exklusives Ambiente. Das allein reicht den Entwicklern der Öfen nicht. Mit einer ausgefeilten Brenntechnik schaffen die Erbauer nicht nur Atmosphäre, sondern das Kaminholz wird auch optimal genutzt. Der Erfolg von Vulcanus ist letztendlich die Energie, die im Holz drin steckt, möglichst rauszukitzeln. Die Energie im Holz steckte natürlich früher auch schon drin. Früher spielten die Energiekosten nicht so eine Rolle. Da ging viel Energie natürlich durch den Schornstein verloren. Heute in einem Stück Birke zum Beispiel, 250 Gramm, stecken eine Kilowattstunde drin. Die muss natürlich rausgekitzelt werden. Und wir sind marktführend halt in der Wassertechnik, damit der Kunde sich möglichst unabhängig machen kann vom Öl und vom Gas. Dann natürlich hat es gleich die Möglichkeit, hier Heißwasser zu produzieren, was wieder ins Heizungssystem eingespeist wird. Und mehr Energie kann der Kunde letztendlich nicht sparen. Sinnvoll Energie sparen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das sind Themen, die Berater von Vulcanus in Gesprächen den Kunden näher bringen, ohne Einfluss auf Bauweise und Design. Argumente, die den Kunden überzeugen, sich auf der Messe für sein persönliches Kaminmodell zu entscheiden. Wir wurden jetzt nicht, sag ich mal, zugeredet, sondern einfach sachlich, kompetent wurden die Fragen beantwortet, wo wir eigentlich gestellt haben, und dadurch hat sich dann das Gespräch ergeben und auch der Kauf am Ende. Okay. So, wir haben uns gleich wohlgefühlt, sind super beraten worden und gleich in den Bann gezogen worden, und das war's dann. Zufriedene und glückliche Kunden, die es kaum erwarten können, vor ihrem Schmuckstück schöne Stunden zu verbringen, das macht den Berater zufrieden. Vulcanus-Kamine lassen eben keine Wünsche offen. Mit den Stilrichtungen, die sich immer den neuesten Trends in Architektur und Raumgestaltung anpassen, liegt man auch auf der Heim und Handwerk 2011 genau richtig. Der Designtrend mehr und mehr in geradlinige, schlichte Richtung, zeitloser zu arbeiten. Früher hat man viel Farbe in die Kachel manifestiert, hat einfach den Nachteil, früher haben wir dunkelgrüne, dunkelbraune Riesenöfen in die Wohnzimmer gezaubert, die brennen immer noch, aber man kann sie optisch manchmal nicht mehr sehen. Wenn man heute die Möglichkeit hat, die Farben lieber in den Putz oder in andere Oberflächen halt zu bringen, wo der Ofen auch wie ein Chamäleon letztendlich die Farbe wieder wechseln kann, hat man einfach mehr Möglichkeiten, den Ofen, weil wir ja nicht für die nächsten paar Jahre nur bauen, sondern eigentlich lebenlang wartungsfrei bauen, den Ofen auch farbig immer wieder anzupassen. Besser als die Mitbewerber zu sein, das zeichnet Vulcanus Kamine aus. Ein Produkt aus der Premium-Klasse, das seinesgleichen sucht. Weltweit schätzen Kunden die Kamine aus der Vulcanus Edelschmiede. Vulcanus wird auch 2012 mit einigen neuen Überraschungen auf der Heim und Handwerk vertreten sein.